entweder fällt sie so und dann habt ihr halt diese Distanz, die genug ist, damit sie sich wohlfühlt und gleichzeitig können sie festhalten. Ne? Also natürlich kann natürlich sein, dass die Person heftiger fällt, ja, dann musst du schauen, ja, dann musst du sie auch ein bisschen umarmen, auch wenn das jetzt nicht geplant war. Aber ansonsten kann man das auch ohne, mit weniger Berührung machen, ja.